Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressorkühlbox WEMO B46S mit 46 Liter Inhalt. Das Gehäuse ist aus Chromstahl und sehr gut isoliert. Aus diesem Grund ist diese Box oder war Energieklasse. Und neu kriegen wir ein neues Energielabel, und zwar nach Absatz Artikel 1 Absatz 2c ist das ein mobiles Kühlgerät. Wir kleben das da drauf. Aber wir vergleichen jetzt mal, ich habe ein paar Boxen rausgesucht. Und zwar unsere 46er, unsere 45er, die gleich groß ist. Dann habe ich zwei Dometic-Kühlboxen, eine Truma und eine Engel. Unsere zwei sind 3x plus, 2x plus durchgehend. Diese Box und die größere sind die einzigen Boxen, die Energieklasse A 3x plus waren. Und hier komme ich jetzt auf die neuen Energielabel. Und wenn ich dann zur Engel komme, die ist Energielabel F. Und das Energielabel F darf ab heute oder ab März dieses Jahres nicht mehr verkauft werden in der Schweiz. Und ab März 2024 nicht mehr in der EU. Wir haben hier die Energieverbräuche auf DC bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Das ist 129 Watt, 209 Watt. Und diese Box ist, obwohl sie weniger Strom braucht als diese, Energieklasse B. A 3x, 2x plus. Und diese Box, das ist die neue, die CFX 345, die braucht 490 Watt. Warum braucht jetzt die so viel mehr? Ich weiß es nicht. Und zwar habe ich hier einen Screenshot von der Homepage von Dometic. Und wir lesen hier, der Energieverbrauch ist bei 5 Grad, 25 Grad, ist die 0,49 Kilowatt in 24 Stunden. Das sind also gleich viel wie 490 Watt am Tag. Also Dometic gibt diesen Wert an, der ja dann dreimal höher ist als unsere Box. Und wir gehen weiter, die Truma, die gibt einen Wert an von 170 Watt, das ist okay. Und die Engel gibt einen Wert an von 160 Watt und das ist Kategorie F. Bei unserer Box, da ist ein 12 Volt Secop Kompressor drin und ein Netzgerät davor geschaltet. Das heißt, wenn ich die Werte nehme beim 230 Volt, dann brauchen wir mehr Strom auf 230 Volt wie bei 12 Volt. Jetzt kann man das aber irgendwie umschlüsseln. Und hier sind die Werte von den Boxen. Der einzige, der hier höher ist, ist Engel. Weil der ist wahrscheinlich ehrlich und sagt, dass sie auf 230 Volt mehr Strom braucht. Dometic, die 3F, die braucht fast viermal oder mehr als viermal weniger Strom bei 230 Volt. Das sind die Angaben von der Homepage, könnt ihr nachgucken. Aufs Energielabel wird aber nicht der Stromverbrauch von 12 Volt gerechnet, sondern
der Energiewert oder Stromverbrauch bei 230 Volt. Ist also nicht ausschlaggebend der Energiewert, wenn wir eine Kühlbox an 12 Volt betreiben oder an der Solaranlage oder im Camper. Von dem her lasse ich das mal so im Raume stehen, wie man auf den Energiewert kommt. Den berechnet man nicht, oder das Energieeffizienzindex, doch, den berechnet man, den kann man nicht. Ist alles scheiße. Punkt. Komme ich zu unserer Kühlbox. Die ist im Gegensatz sehr gut. Braucht wenig Strom, hat ein Chromstahlgehäuse, man kann aufsitzen, hat massive Griffe dran. Klar ist das Modell irgendwie 1600. Direkt nach der Französischen Revolution, da hatten sie die schon im Design her, hier auch. Hier habe ich zwei Anschlüsse, 12 und 24 Volt und einer 230 Volt. Wahlweise umschaltbar. Temperaturbereich ist von plus 10 bis minus 18 Grad. Wenn ihr tiefer wollt, wir haben noch leistungsfähige Geräte, die können dann... braucht ihr nie. Im Camperbereich, wenn ihr Tiefkühlware transportieren wollt oder Pharmaprodukte, dann reden wir über leistungsfähige Geräte, die kosten aber auch ein bisschen mehr. Wir haben hier einen Danfoss Secop-Kompressor drin. Der Secop-Kompressor ist der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Nach mir auch der beste. Klar, ich habe da mal gearbeitet bei der Firma. Ja, ist schon lange her. Ja, das ist unsere Kühlbox B46. Die Daten findet ihr auf der Homepage, verlinke ich euch unten dran den Katalog. Seite 10 ist die Box drin. Ja, das soll es gewesen sein und ich wünsche euch einen schönen Tag.